Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I only love all Asian ladies, love Giant. Ja, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 3 Morrowind. Wir haben heute ein bisschen was vor uns, deswegen würde ich sagen, nicht lang snacken und direkt rein ins Game. Wir haben das letzte Mal als kleine Auffrischung, weil es ja doch ein bisschen her ist, weil wir die Fighters Guild noch ein bisschen eingesprinkelt haben, haben wir folgenden Letter gefunden bei Mera Milo. In ihrer privaten Kajüte. Amaya, sorry I missed you. I had to run some old documents over to the Inquisitor at the Ministry of Truth. And I'm likely to be tied up there for a while. Why don't you meet me there as soon as you can? Then we can leave together here together as soon as I'm done. And Amaya, don't forget to bring me the two Divine Intervention Scrolls you borrowed. Or, if you use them, buy a couple of new ones for me. I think I'm going to need them soon. Janat Moline at the Mage's Guild in the Foreign Quarter keeps them in stock. Alvela Saram is the guard at the entrance. Just tell her you're looking for me and she'll let you in. Your faithful friend Mera. P.S. I left a couple of levitate potions here for you just in case. I couldn't remember if you knew the spell or not, so I drew a couple from stock. Genau so sieht's aus. Und ich habe übrigens rausgefunden, dass die Ministry of Truth, ja, nämlich nicht hier oder hier ist, sondern es ist dieses große Gebäude oder dieser große Meteorit hier oben. Ich dachte eigentlich, da wäre der gute Gott Vivek drin, aber nee, dem ist nicht so. Wir haben hier unten, falls wir die Levitation Potions nicht mehr haben, denn die habe ich definitiv nicht mehr. Ich glaube, hier hinten war Kollege Vivek, kann gut sein. Haben wir hier den Stop the Moon oder Shrine to Stop the Moon, das war's. Ein paar Caldera oder Cedar Flowers. Here Vivek stopped the moon before it crashed into Vivek City. Ah, okay. The moon levitates now above the city and is known as the Ministry of Truth. Aber okay, das soll dann der Mond gewesen sein, den Vivek aufgehalten hat, kurz bevor er hier komplett Vivek versenkt hat. Wobei ich allerdings gelesen habe. Ich schau gerade mal. Ich habe nämlich eine Potion of Rising Force, die wir hier spenden können. So, natürlich vergessen zu saven vorher. Would you like to donate a Potion of Rising Force and ask for a blessing? Yes. Okay, genau, jetzt können wir nämlich fliegen. The Grace of Daring. Thank you for your daring, Lord Vivek. I shall not shun risk nor hide behind the mask of cautious counsel, for fortune favors the bold. Wunderbar. Also einfach eine, egal was für eine Potion, also es kann eine extrem hochwertige sein, kann aber auch eine extrem niedere sein, also das macht keinen Unterschied. Wir haben hier angeblich vorher, oder vor der Tür, müsste hier ein Guard irgendwo stehen. Mhm, da haben wir es ja auch schon. Alvela Saram. Sind wir noch am Fliegen? Ja, sind wir. I'm sorry, no pilgrims allowed in the ministry. I'll have to ask you to leave, but you're not here for to visit anyone, are you? Mera said you would come. I'll say you subdued me with magic and stole my key. It opens all three exterior doors. The upper back door is best. You'll need other keys for other doors inside. Search for the keys in desks. No one carries keys while on duty. Mera is in prison. Keep in the cell on the far right. Mera said you'd bring scrolls to get out. Some of us are sympathetic to the dissident priest, but kill an ordinator and you'll lose that sympathy. Here's the key to the entrance. Now get going. Die Sache ist nämlich die, es laufen logischerweise, wie ihr euch das vorstellen könnt, einiges an Ordinators hier rum. Die haben wir auch schon hier in Vivek rumlaufen sehen, die mit dieser goldenen Armor praktisch. Wenn ihr die angreift, logischerweise gibt es eine Bounty, da es ja ganz einfach Guards sind. Hier allerdings, in der Ministry ist es egal, das heißt, ihr bekommt keine Bounty, wenn ihr hier Leute angreift. Aber es wäre natürlich besser, wenn wir komplett unverschollten hier durchkommen. Kann man noch fliegen. Hallo? Guards Intruder. Okay, alles klar. Dankeschön. Okay. Kein Problem. So. Haben wir eine Bounty? Schauen wir mal nach.
Glaube nicht. Nope. Wunderbar. Hier kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Mein Gott. The fucking value. Jesus. Okay. I don't care who you are or why you're here. No one comes in here without proper authorization. Now get out while you can. Grand Inquisitor. Alles klar, okay, der tut uns in dem Fall noch nichts. Können hier vielleicht sogar ein paar Sachen allerdings klauen. Die allerdings nicht wirklich von Wert sind. Ich dachte eigentlich hier im Gefängnis wird ein bisschen mehr. Oder irgendwas gestort, was ein bisschen mehr Wert hat zumindest. Aber okay, sie hat ja auch gesagt, wir sollen einfach mal durchschauen. Warum sind hier Händler? What? Moment. Guards Intruder. Hm. Okay, dann werden wir gleich angegriffen wahrscheinlich. Ja. Was kein Problem ist natürlich. Oh, Enchantment. Stupid. Frost Damage. Alles klar. Boah, ich hätte vorher auf jeden Fall... Mein Gott, ich hätte vorher nochmal auf jeden Fall... Okay. Ich gehe nochmal in Vivek shoppen. Das heißt, ich gehe ein paar Sachen verkaufen und dann komme ich ja gleich wieder. Weil wir können den Loot hier nicht einfach rumliegen lassen. Das geht nicht. So, wir sind back. Habe jetzt nicht wirklich viel loswerden können. Natürlich die ganzen Fire Salts, die kosten... Oder die wiegen ja nicht viel, aber das ganze Raw Ebony, das wir hatten, das habe ich natürlich unter Wert, wie das so häufig der Fall natürlich ist, verkauft. Ebenfalls ist mir gerade aufgefallen, wir haben ja einen Journal Entry bekommen, als ich diesen Stop the Moon Temple da aktiviert habe. Das hält übrigens verdammt lange an, das Blessing, das ist echt krass. Und ich habe gesehen, I made the pilgrimage to stop the moon and read the grace of daring. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon... Ich glaube, das ist die Temple Quest oder so? Bin mir nicht ganz sicher, aber anscheinend habe ich mittlerweile das schon begonnen. Also von daher... Schon mal von Vorteil, dass wir das haben. Jesus fucking Christ. Ich nehme das mal mit, weil kein Merchant wird jemals genügend Kohle haben, um das alles von uns zu kaufen. So viel ist klar. Genau. Hier war nix. Ein paar von den Kollegen müssen wir, glaube ich, sogar legen, weil wir sonst eben einfach nicht rankommen an die Keys. Gib mal her. Also die ganzen Ordinator-Sachen. Das ist natürlich nicht schlecht. Können wir so ein bisschen Metal Gear Solid 2-mäßig uns verkleiden? Hier ist Skooma. Okay. Alles klar. Skooma im Knast wahrscheinlich eingezogen und dann selber benutzt. So sind wir das gewohnt von euch, ne? Genau. Aber ja, solange übrigens wir das hier sehen, heißt, dass das Levitation noch aktiv ist. Sehen wir übrigens auch hier rechts unten. Stop the Moon Blessing, 100 Points. Okay, ich meine, das ist jetzt in dem Fall kein Problem. Gehen wir trotzdem auf Nummer sicher. Ein bisschen mehr Ability für unsere... Oder ein bisschen mehr Können für unseren Sneak-Skill. Ja. Hat direkt funktioniert. Ist das so? Sieht eher anders aus. Okay, gib mir alle... Fußfetisch, ich nehme einfach mal alle eure Boots mit. Aber schon fast wieder overencumbered sind. Ich glaube, hier sind noch ein paar mehr. Hallo. Okay, greif uns zuerst an, damit wir hier keine Probleme kriegen. Genau. Wir wollen das ja alles hier koscher halten. Der Grund übrigens, warum wir so viel Inventory, oder so wenig Inventory Space, besser gesagt, haben, habe ich gesehen übrigens, ist der, dass ich hier so viele Hammer und so weiter mitgenommen habe und Repair Prongs, die halt dann doch ein bisschen viel Gewicht ausmachen. Deswegen werde ich vielleicht mal ein paar einfach ablegen. Hm. Wo habe ich denn hier meine, da haben wir sie. Lockpicks. Sehr gut. Ja, okay. Mystery of Truth, a key used to open lock. Wunderbar. Genau, hier haben wir noch nicht. Mein Ticket's auch irgendwo hin. Prison Keep. Ah, genau, da will ich ja eigentlich hin. Habe ich noch gar nicht gesehen, aber... Wir exploren mal noch ein bisschen.
Holen uns hier noch ein paar XP. Okay, das war einmal im Kreis. Ich glaube, doch hier nach links bin ich auf jeden Fall gegangen. Hier geradeaus. Okay. Alright, alright, alright. Nicht wirklich, aber okay. Den hätten wir auch umgehen können, natürlich. Aber ich nehme halt gerne so viel XP mit wie möglich. Oh Gott. Okay, wir machen uns das Ganze mal ein bisschen leichter. Erstmal Chameleon. Wobei der uns noch sieht. Und dann nehmen wir... Oh ja, wir können mal... Auf wen habe ich hier dieses Bounce Bier? Fiends Bier. Dachte zuerst wieder an unseren guten Freund, den Atronarch. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Fiendsbier. Wunderbar. Jawohl. Daedric Supremacy. Genau, kommt nämlich gar nicht zum Angreifen, vor allem nicht, wenn ich hier in der Luft gerade hier ein bisschen fliege. Perfekt. Stupid war nur der Versuch, mich anzugreifen. Ich meine, der Versuch war ein Erfolg, aber nicht so, wie sie sich das gedacht hat anscheinend. Jetzt haben wir hier das Prison Keep? Jawohl. Perfekt. Level 10 vor allem. Ah, und ich kann gerade nicht resten. Okay, das ist so ein bisschen der Nachteil natürlich jetzt hier an der, dem Levitation Spell. Das heißt, wir müssen hier durchkommen. Logischerweise ohne groß Damage zu nehmen. Okay. Oh. Okay. Hm. Etronark, onto it! Attack! Jawohl. Good shit. Good shit, son. Jawohl. Was greift der mich an? Wir sehen uns gleich da wieder. So, meine Lieben. Alles wieder in Ordnung gebracht. Und ich habe mir gedacht, übrigens, da wir die ganzen Sachen sowieso nicht verkaufen können, nehme ich mir jetzt nur diese ganzen Boots hier mit. Die haben Value 2000. Bei dem, das können wir einfach für Seller Max verkaufen. Alles andere macht keinen Sinn. So, Etronarch to the rescue. Liggity, let's go. Und das Gute ist, wir können einfach hier oben schweben, das habe ich rausgefunden, und dann einfach mit Range oder auf Range spielen, weil die Kollegen eben einfach nicht an uns rankommen. Atronarch hat hier einen sehr guten Job gerade gemacht, das ist wunderbar. Und ihr seht gerade, die Kollegen kommen halt nicht an uns ran. Wenn er mal aufhören würde zu blocken, dann war es das auch schon. Unser Atronarch hat uns hier, wie angesprochen, eben natürlich wunderbar geholfen. Habe ich jetzt die Boots mitgenommen? Ja, okay. Einfach immer die Boots nehmen. Ich glaube, die wiegen am wenigsten. Und wie gesagt, sind halt Value 2000, Seller Max. Dann bekommen wir da ganz einfach Kohle für. Müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht over in Combat gleich sind. Recall on Self brauchen wir ja nicht. Dafür haben wir ja schon unseren Spell. Die Probe nehme ich gerne mit. Ministry of Truth, Selkie. Brauchen wir auf jeden Fall. Was? Zu hohe Bounty. So, alles wieder back to normal. Wieso gilt das bitte schon als Crime, wenn ich da Sachen rausnehme? Ich meine, wir haben jetzt hier mehrere Ordinator auf dem Gewissen. Das hat komischerweise keinen interessiert. Aber sobald ich hier mich einmal ganz kurz vertue und mir kurz mal die Finger ausrutschen... Ja, genau, weil das Item ist ein Quest-Item. Das muss ich definitiv mitnehmen. Können wir nicht hier... Moment.
Okay. Okay. Gut. Jetzt hat's funktioniert. Wahrscheinlich, weil keiner von denen mich dabei gesehen hat.